genau. Ihr seid so Seehundbändiger, du. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute mal in einer neuen Location. Wir sitzen hier im Hafen 5 in der Hafenstraße bei Olli Lamp. Ja, mal zu empfehlen, kommt mal her, kann man sehr schön sitzen, bisschen das Leben genießen und beobachten, wie hier die Menschen an einem vorbeiflanieren. Ja, Jürgen hat immer noch Rücken. Ich wurde die Tage darauf angesprochen, was macht Jürgen, was macht Jürgen? Ja, er ist immer noch etwas immobil und ich weiß nicht, wann er seinen inneren Schweinehund überwindet, um sich unters Messer zu legen. Ich habe viele Tipps gekriegt für ihn. Vielen Dank von eurer Seite. Ja, er ist nicht ganz geländegängig. Wir wollen mal versuchen, sonst versuchen wir es mal mit dem Gipskorsett und mit dem Rollator, damit er dann sich hier wieder ein bisschen besser bewegen kann. Dann sind wir Rollator TV. Bewegung, apropos Bewegung. Wir haben in Aurich auch viel in Bewegung. Im Moment bewegt sich vor allen Dingen die Baustelle in der Innenstadt. Ich habe hier mal vorhin noch ein paar Bilder für euch gedreht. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Vorteil zum Beispiel, die Seehunde sind jetzt wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt mittels eines Krans. Ist ja ganz schön schwer, das Zeug. Und da mussten die Jungs richtig aufpassen, dass das auch alles nicht runterfällt. Aber die Seehunde, sie sind wieder da, wo sie vorher auch waren, vor H&M in der Burgstraße. Kleine Gefahr, da das alles noch nicht gerüttelt und verfugt ist, gibt es das Problem der Stolperfallen. Ich habe das mal hier für euch im Schnittbild. Passt auf, wenn ihr lauft, nehmt bitte eure Füße hoch. Also wer einen schlurrenden Gang hat, der ist sicherlich in diesem Fall gefährdet, weil man kann an dieser Abwasserrinne sehr schön hängen bleiben. Die ist nämlich noch ein paar Zentimeter höher als der Rest des Pflasters, beziehungsweise niedriger als der Rest des Pflasters. Und wenn man dann die Beine nicht richtig hochhebt, dann kann es sein, dass man sich da einfach hinlegt. Ja. Was war noch? Bewegung am Samstagabend, die Auricher Stadtnacht, die zweite Auricher Stadtnacht. Kurzes Schnittbild hier von uns. Danke an Sascha Hellwig, der das eben für uns gemacht hat. Da war wohl auch große Zufriedenheit, war sehr gut besucht. Es soll eine dritte Auflage im nächsten Jahr geben. Ja, ein Fest, man nennt es ja von Aurichern für Auricher. Letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, wegen 50 Jahre Gebiets- und Gemeindereform in Aurich, soll eine dauerhafte Institution werden. Dann habe ich den Bürgermeister vorhin getroffen, ja, Horst Feddermann, der lief mir in der Stadt über den Weg und wir haben uns über die Markthalle unterhalten. Ich werde ja von vielen Leuten angesprochen, was ist denn mit der Markthalle, soll doch schon längst fertig sein, ist es aber nicht. Ich habe den Bürgermeister nochmal gefragt, also der hat mir gerade nochmal bestätigt, es gibt jetzt wirklich Vorplanung, man hat jetzt angefangen mit Umbauvorplanung. Das Ganze muss natürlich mit Architekten und mit dem städtischen Bauamt etc. pp. Alles erstmal ausbaldowert werden. Und da hat man jetzt angefangen und will also jetzt als Stadt Aurich auch einen richtigen Plan aufstellen. Es gab ja seitens der Politik gab es ja eine Beschlussvorlage. 31.12.22 sollte ja schon ein Konzept vorliegen. Im Moment hält die Politik noch ein bisschen Ruhe und es läuft also so vor sich hin. Es gibt keine Unterschriften. Es gibt im Grunde im Moment nur zwei Parteien. Die eine Partei sagt, wir wollen vermieten und die andere Partei sagt, ja, wir wollen wohl mieten. Und alles andere ist eben noch nicht raus. Jetzt werden die Kosten ermittelt. Was köstert und was muss man dann für eine Miete bezahlen und was würde Kaffee Extrablatt überhaupt für eine Fläche haben wollen? Wollen die alles? Wollen die Hälfte? Steht alles noch nicht fest. Ja, was auch noch im Moment wieder in der Diskussion ist, ist die Planung eines Bahnanschlusses. Ja, grundsätzlich ja keine schlechte Idee und man ist jetzt auf was Neues gekommen, nämlich auf eine S-Bahn. Also nicht mehr auf eine Bahn, weil da gibt es baurechtliche Schwierigkeiten, sondern man macht das jetzt über eine Planung mit einer Art Straßenbahn und das wäre natürlich eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn denn mal irgendwann dieses Wahnsinnskrankenhaus in Georgsheil kommt, dann ist natürlich wäre eine gute Idee, eine S-Bahn Bahnstrecke von Aurich nach Georgsheil zu haben über diesen Weg. Also da laufen die Planungen und die Ideen und da ist man also auch mit Feuereifer dabei. Was ist die Tage los? Ja, Dienstagabend, morgen Abend um 9 Uhr wird der Auricher Maibaum
abgebaut. Wir sehen hier ein Schnittbild, wo er gerade aufgebaut wird. Jürgen wird das für euch morgen Abend mal begleiten und wird dann auch ein extra Take daraus machen. Genauso wie wir diese Tage mit einem Sonderbericht kommen werden über das letzte Wochenende, was schützentechnisch los war. Es gab also das Schützenfest in Aurich-Oldendorf. Es gab die Jahreshauptversammlung des Auricher Schützenvereins. Es gab das Kreisverbandsfest, wo also auch ordentlich mitmarschiert wurde. Aber das macht Jürgen für euch in einem extra Take, genau wie den Maibaum auch. Ja, was haben wir noch? Ende Juni, ja, letzter Mittwoch im Juni, da gibt es noch einen Aurich-Vortrag. Das ist dann erstmal der letzte dieser Vierer-Serie im ersten Halbjahr. Und zwar geht es um Aurich in den 90ern und auch Anfang der 2000er. Das hat bisher noch keiner gemacht, das Thema 2000er. Wir werden das jetzt mal im letzten Vortrag aufgreifen. Wir werden dann auch noch mal zeigen, was hier damals so gefeiert wurde. Da gab es da tolle Veranstaltungen in Aurich. Die 70er-Party und die brasilianische Nacht und was haben wir alles gemacht. Da gibt es natürlich reichlich Bilder, die werden wir natürlich an so einem Vortragsabend auch zeigen. Und wie gesagt, Karten gibt es bei Altstadtfoto in der Burgstraße in Aurich und beim Heimatplatz Sonntagsblatt. So denn noch welche da sind, ich denke mal schon. Also bitte hingehen, sonst auch gerne an der Abendkasse. Kann aber auch immer sein, dass wenn es ausverkauft ist, man an der Abendkasse nicht mehr reinkommt. Beginn ist wieder wie immer um 20 Uhr. Ja, sonst, Entschuldigung, du hast natürlich hier, ich habe einen Hitzeschock. 19 Uhr ist natürlich die Startzeit. Jürgen guckt schon ganz erschrocken. Ja, ich habe ihn mal angemacht, weil er eine falsche Zeit genannt hatte. Da machen wir aber auch noch mal gesondert was. 19 Uhr geht es los am letzten Mittwoch im Juni. Aurich in den 90ern und in den 2000ern. So, das war's für heute. Jürgen ist die Tage unterwegs, wird sich durch die Gegend humpeln. Wenn ihr ihn seht, dann streichelt ihm mal über den Rücken oder gebt ihm Bier aus. Er hat's verdient, der arme Junge, damit er auch weiter für euch hier unterwegs ist. Macht's gut, ciao, ciao, bis die Tage. Haut rein.